Einen wunderschönen, meine seelenlosen Fleischstückchen. So, es ist soweit. Fragpunk, ich hatte mich wohl irgendwann mal angemeldet und ich möchte euch ein kleines Video präsentieren, wo ich euch einfach das Spiel vorstelle, weil ich glaube, dass das wirklich großes Potenzial hat. Fragpunk ist ein intensiver, teambasierter Shooter, der den traditionellen 5-on-5 in einem frischen Licht präsentiert. Und das ist halt genau das, was ich so ein bisschen super finde, denn es geht um rasante Action, du hast Heroes etc. Dazu kommen wir aber jetzt noch genauer. Im Zentrum des Spiels stehen nämlich die Helden. Da, wo jede Figur halt einzigartige Fähigkeiten hat, das kennt man aus verschiedenen anderen Shootern natürlich. Es gibt halt auch die offensiven Helden, die Verteidigung, Heilung, Unterstützung etc., wie es man halt schon kennt. Aber es gibt da noch so eine Kleinigkeit, nämlich dass das Spiel Power-Up-Karten benutzt und auch besondere Waffenanpassungen. Dazu kommen wir jetzt aber gleich noch mehr und ich finde die Idee sehr interessant dahinter. Denn die Karten verändern das Spielgeschehen auf überraschende Weise, indem sie den Spieler Verbesserungen geben oder Fähigkeiten geben. Die Wahl der Karten ist natürlich dann entscheidend für den Erfolg, denn man kann ganz schnell das Blatt in einem Match wenden. Das ist total geil, wie ich finde. Besonders auch die Waffenanpassung, denn man kann halt verschiedene Aufsätze, Mods und Skins, die sind natürlich nicht relevant, die Skins, aber die Aufsätze können schon Spiele entscheidend sein und das ist total krass, denn wie ich das gespielt habe, habe ich gemerkt, so diese Standard-Dinge, der Rückstoß ist Wahnsinn und durch die Mods kannst du das halt gut beeinflussen, dass du auch ein besseres Spielgefühl kriegst, denn es ist wirklich nicht einfach. Ja, die Karten und die Umgebung, ich würde sagen, das sind so dynamische Schlachtfelder und es ist so im futuristischen Stil angehaucht, von Neonbeleuchtung bis hin zu Hightech-Fabrikanlagen etc. Und jedes Schlachtfeld hat so seine eigene Interaktionsmöglichkeiten, die auch das Taktische halt ein bisschen hervorheben. Es gibt zum Beispiel Hebebühnen oder bewegliche Plattformen und sogar zerstörbare Objekte. Grüße gehen raus an andere Spiele, die das versucht haben, COD, und es nicht geschafft haben. Hier funktioniert es tatsächlich. Das Besondere für mich auch ist, dass es wirklich komplett wie in anderen 5-on-5-Dinger oder 5 gegen 5 Spielen wirklich auf die Teamarbeit ankommt und dass man halt mit den Helden zusammen interagiert und auch die kombiniert sozusagen. Und das ist halt einfach für den Sieg eine sehr wichtige Nummer. Ne? Man muss den eigenen Helden erstmal lernen, die anderen Leute natürlich auch. Und wenn man das geschafft hat, kann man die super gut kombinieren. Zum Beispiel ist auch so ein Heal-Held tatsächlich unglaublich wichtig, weil der Schaden, der geht gut rein in dem Game, wenn man den trifft. Denn wie gesagt, das ist nicht so leicht. Natürlich gibt es auch sowas wie einen Rangmodus. Und da kommen dann halt die ganzen Schwitzer rein, wo ich wahrscheinlich auch reindiven werde und derbe auf die Fresse kriegen werde. Aber das ist für mich auch völlig okay. Natürlich gibt es verschiedene Spielmodis. Einmal mit Bombe legen, einmal 5-on-5 Deathmatch. Dann Dinge, wo halt spezielle Ziele erfüllt werden müssen. Capture the Flag und so weiter. Und ich denke, dass dieser 5-on-5 mit Bombe legen natürlich wieder das absolute Go wird für alle Spieler. Weil das halt am immersivsten ist, so wie ich das auf jeden Fall empfinde. Die Grafik finde ich persönlich auch sehr gut, ist so ein futuristisches Setting halt, ne, schimmernde Oberflächen, Neonlichter, ne, also die Architektur ist so ein bisschen anders und ich finde die Grafik sehr hübsch und das ist so ein bisschen, das dient, ja, da tut der Atmosphäre ganz gut und ja, genau wie das Sounddesign, es ist wirklich gut, man hört Steps etc. und das ist mal wirklich etwas, wo du auch das Nachladen hörst etc. pp. Ich finde es geil. Die Beta hat heute gestartet, am 10. Wie gesagt, bei uns ein bisschen später, also am 11. Und die geht bis zum 21. Oktober. Das ist schon eine gute Zeit, wie ich finde. Da kann man einiges herausfinden und ich werde da auch in meinem Stream definitiv reingehen. Denn es gibt auch Twitch-Drops natürlich, die gehen zwar nicht so lange, ich weiß jetzt auch nicht genau wie lang, aber wenn ihr welche haben wollt, könnt ihr die gerne bei mir abholen. twitch.tv/herseelenlos. Was mir wirklich positiv aufgefallen ist, ist dieses Karten-Power-Up-System, nenne ich das jetzt mal. Denn durch gewonnene Runden, durch Kills etc. verdienst du die Punkte und du kannst dann mit deinem Team oder für dich alleine entscheiden, auf welche Karte du investieren möchtest. Du sammelst auch Karten und natürlich musst du die auch erstmal alle lernen, um zu verstehen, was wirklich passiert. Und das ist halt nochmal so ein anderer Anreiz, um richtig reinzudiven in das Game. Und das finde ich wirklich innovativ und sehr, sehr geil gelungen. Ich finde, Fragpunk hat auf jeden Fall Potenzial, was Gutes zu werden. Und ne, die Kombination aus schnellen Kämpfen, der taktischen Tiefe und die umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten ist wohl für Gelegenheitsspieler, aber auch für, Schwitzer, ich denke, eine ganz gute Mischung.
Und ja, es macht auf jeden Fall Spaß. Und jetzt die nächsten Minuten werde ich euch noch ein bisschen Gameplay ohne Kommentar zeigen, damit ihr auch mal den Sound hört etc. Und wünsche euch dabei viel Spaß. Danke für das Einschalten. Lasst doch gerne einen Kommi, ein Abo und einen Daumen hoch da, wenn ihr wollt. Und vielen, vielen herzlichen Dank. Besucht mich gerne auf Twitch. Wie gesagt, bye bye. Together, let us infect. I give this head start. Meteora is ready for fun. Way to make a try to shoot through that. You know, it's just wild what these cards do. I guess some people just want to watch the world burn.